Mirka Linde. Den Acht sei Dank. Bitte sagt mir, dass die Seesoldaten angekommen Gisra, sind. Hallöchen. Moin, ich wollte einen First-Person-RPG spielen. Ist er das größte halbwegs okay? Also ich finde, ESO ist super. Also ja, es hat so seine Macken. Aber so an sich. Ich spiele ESO tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Und da es kostenlos ist, reinschauen. Oder was heißt rein? Also kostenlos. Du musst es ja halt ja sowieso erst einmal kaufen. Aber danach ist es ja kostenlos. Also ohne Monatsgebühren. Warum nicht? Also ich kann es nur empfehlen. Also ins Skillsystem musst du dir erst so ein bisschen reinfuchsen, finde ich. Genauso wie ins Kampfsystem. Das ist so etwas gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber ich finde es gut. Ich spiele es sehr gerne. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden habe ich da mittlerweile drin? 560 Stunden. Also passt. Daki, Hallöchen. Eine Mörderklinge, Tamriel, Tagchen, Hallöchen, wie geht's dir? Ich hoffe, du hättest einen schönen Wochenstart. Ja, sie sind hier. Und sie haben die Dera zurückgeschlagen. Wirklich? Ist das wirklich sicher? Ja, ist sicher. Glaub mir doch. Ja, geht einfach von der Stadt aus nach Süden. 3 und 5 Mal bin ich gesegnet. Vielen Dank. Und seid ebenfalls gesegnet. So viel Segen hier. Gebt auf euch Acht. Mit so viel Segen komme ich doch gar nicht klar. Wie schnell bin ich eigentlich nach hier oben gekommen? Ich muss auf jeden Fall hier unten in einen Anführer heute noch irgendwie plätten. Mal gucken, wie und wann. Warte, da ist irgendwo eine Himmelsscherbe, die hole ich mir erstmal. Wir holen uns erstmal die Himmelsscherbe. Himmelsscherbe geht über alles. Ich habe 14 Minuten überstanden. Na. Ihr wollt meinen Zorn herausfordern? Ich wollte mich ja nicht rauslassen. Wie gesagt, mein Zustand ist heute einfach nur, ich lebe. Das hört ihr vielleicht im Titel schreiben. Ich lebe einfach nur. Ich bin eigentlich todmüde, aber egal. MMOs. Mein Haus ist über mir eingestürzt. ESO-Sucht. ESO-Sucht befriedigen. ESO befriedigen klingt etwas seltsam. Hab Dank. Ja, sehr gerne. Ich bin schneller als du. Ich hätte auch mit dem jetzt schon bewahren können. Servus. Ich habe gesehen, wie einige der Stadtbewohner Richtung Postenkette gingen. Wie war es? Ich habe alle befreit, die ich finden konnte. Almion, Lanis Vater, war bereits tot. Well, nein, das war die falsche Taste. Ich habe gesehen, das arme Mädchen. Vielen Dank für alles, was ihr noch tun konntet. Ich bin so schwer aus der Ego-Perspektive. Ich kann ja Ego-Perspektive gleich zeigen. Aber die restlichen Dädra zu machen. Sie sollte sich bald zurück. Was ist? Das wäre halt. Ne? Also. So sieht das dann aus. Gut, so sieht das aus. Die zwei Ansichten. Ich finde beide okay. Da ich meinen Charakter aber gern angucke, zumindest wenn ich mir wirklich Mühe gegeben habe, spiele ich halt gern so, aber so macht es halt auch echt Bock zu spielen, finde ich. Okay, sieht schon nice aus. Es ist auch nice. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Ich bin zufrieden. Ich habe gesehen, das hatten wir schon gelesen. Vielen Dank für alles. Kann ich sonst noch etwas tun, wenn ich schon mal hier bin? Inzwischen vielleicht. Da wäre. Ja. Hauptmann Landare. Artiner, erstattet Bericht. Es sind die Dädra, Hauptmann.
Sie sind wieder da. Und das in... Wir wurden überrannt. Ein Glück, dass ich es überhaupt hierher geschafft habe. Wir... Artie, was ist passiert? Sie sind wieder da, Hauptmann. Die Patrouillen halten wohl nicht mehr lange durch. Verflucht sei diese Stadt. Muss sagen, ESO ist eine gute Kombi aus Ego und First Person. Ist für jeden was dabei und auch gute Mischen aus Kampf und Story. Das stimmt. Das stimmt. Und das Gute ist, du musst halt nicht so arg viel selber lesen, weil das meiste halt wirklich oder eigentlich alles synchronisiert ist. Außer halt deine Antworten. Nun, das ist nicht gut. Was ist der nächste Schritt? Geht da raus und sucht nach unseren Patrouillen. Sie brauchen Unterstützung. Ich muss hier die Verteidigung überwachen. Möge Auriel uns alle beschützen. Und das sind sogar gute Synchronsprecher, finde ich. Also, vor allem was halt Hauptstory und sowas angeht, finde ich die Synchronsprecher richtig, richtig gut. Aber was wichtig ist, das Spiel nicht zu rushen. Langsam aufbauen, ja. Ja. Also rushen, finde ich, ist das Schlimmste, was man machen kann. Ich hab's... Na gut, gerusht würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich bin tatsächlich mal durchgerannt. Das war, glaube ich, so das allererste Mal, wo ich mich halt auch null mit befasst habe. Ich fand es zwar trotzdem geil, aber ich habe halt einfach nichts verstanden. So gar nichts. Verstehe zwar auch immer noch nichts, aber nicht, weil ich durchrenne, sondern weil ich einfach so ein bisschen raus bin mittlerweile. Aber ESO ist echt cool. Und ich finde, es lädt auch echt ein zu genießen, die Landschaft zu genießen. Es gibt so schöne Landschaften. Viel zu schade, durchzurushen. Also allein das Gebiet, wo wir jetzt sind. Ich liebe es. Ich liebe es. Deswegen starte ich auch am liebsten mit dieser Allianz. Weil das Gebiet so unglaublich schön ist. Ich werde sie finden. Findet man da meine Truhe? Man kann nicht stehlen. Nee, ich lese gar nichts. Ich lass nur lesen. Ja gut, aber die Antworten halt, ne? Also zumindest lese ich sie. Die patrouillierenden Seesoldaten. Kriegen wir hin. Nummer uno. Perfektes Zeitgefühl. Okay, da muss ich auch nicht hin. Hier muss ich hin. Und ich kann auch gerne einmal das Kämpfen so zeigen. Geht auch. Geht auch klar. Ich würde nie entkommen. Ach, danke. Das war knapp. Bin ich. Endlich. Bei mir ist das hier halt Gewohnheit. Allein, wie gesagt, weil ich mir gerne meine Rüstung und so weiter angucke. Und wie mein Charakter aussieht. Aber. Ich dachte, ich würde nie entkommen. Den Göttern sei Dank. Ich, den göttlichen. Sie wäre schön gewesen, wenn eine Spinne ins Bild gekommen wäre. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich in manchen Höhen keine Ego-Perspektive benutzen würde. Was ist geschehen? Eine der Patrouillen ist zurückgekehrt, dank euch, und hat einen Höhleneingang im Nordosten gemeldet. Landare konnte nicht abwarten. Sie hat sich einige Mäher geschnappt und ist zu den Höhlen aufgebrochen. Sie konnte nicht auf weitere Hilfe warten? Sie war schon immer so. Ich mache mir Sorgen, dass sie in der Klemme steckt. Helft ihr bitte. Vielleicht könnt ihr ihr ja die Flausen austreiben. Ich werde sie finden, Feldwebel, satt und besorgt. Okay, einfach mal im Arsch der Welt. Ja. So gut, auf dem Reittier geht's halt nur so. Das ist trotzdem angenehm. Mmh.
Nee. Ah, okay. 5 von 20, 2 von 10. 26 von 250. Aha. Gut, dass das eine wöchentliche ist. Ich glaube nicht, dass wir das heute durchkriegen. Ich meine, wäre zwar schön. Das ist ja auch gerade immer im Wechsel. Aua, das war... immer blöd gelaufen. Nimm mal eine kleine. Irgendwie sind die Kleinen ja niedlich. Hässlich, aber doch niedlich. Wir haben versagt. Ruhig, Chor. Ihr müsst euch ausruhen. Gut, ihr seid hier. Das ist Quoramir, mein Patrouillenführer. Er hat keinen guten Tag. Heute habe ich früh Feierabend in ESO. Erstes Kartenspiel und gleich gewonnen. Nicht 20 Mal spielen und einmal gewinnen. Ja, Kartenspiel muss ich auch noch. Aber das dauert noch. So habe ich aber auch noch Zeit. Bin erstmal froh, wenn wir das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, ein bisschen weiter durchgequestet haben. Was hat er gefunden? Es gibt zwei Dremora tiefer in der Höhle. Ich meine, das Kartenspiel ist dann immer noch da. Jetzt gerade eine Massenbeschwörung vor. Es ist an euch. Ich kann mir so hier nicht zurücklassen. Nee, habe ich noch nicht. Ich glaube, ich habe in ESO auch noch nie ein Event mitgemacht. Oder? Nicht. Irgendein Halloween-Event habe ich mal mitgemacht. Da habe ich, glaube ich, irgendeinen Pet mal gekriegt. Meine ich. Ich glaube, das war das Einzige. War aber auch recht easy, glaube ich. Ich werde mich um sie kümmern, Hauptmann. Danke. Ihr hattet übrigens recht. Estre ist nicht nur beim Schleiererbe, sie ist auch noch eine dreifach verdammte Kultistin. Quor hat belauscht, wie die Sippenhochfürstin mittels einer magischen Übertragung zu diesen Daedra gesprochen hat. Noch ein Verbrechen mehr für die Magistrate. Ich werde sie aufspielen, sobald wir uns um diese Daedra gekümmert haben. Gut. In der Zwischenzeit bringe ich Quor zum Herrenhaus zurück. Nee. Trefft uns dort. Ich sehe euch dort, Hauptmann. Okay. Erst aber einmal hier weiter. Ein kleiner Kobold. Also Unheilsbrut ist es ja aber. Herrchen. Aua. Sind wir bald da? Es ist tatsächlich gerade wieder ungewohnt, im Nahkampf zu kämpfen. Mit meinem privaten Char habe ich tatsächlich einen Fernkämpfer. Spiel mit Bogen zur Zeit. Ein bisschen ungewohnt. Hier ruhig, was ihr könnt. Ich bin gleich die Belohnung. Ja, wie gesagt, ich habe mich bisher nie großartig mit den Events auseinandergesetzt. Armselige
Sterbliche. Ich habe halt, wie gesagt, damals dieses eine Event da mitgemacht. So ein Halloween-Event, aber ansonsten bisher noch gar nicht. Huch, das war jetzt eher ungewollt. Wie lang geht denn das Event? Wie mein Hirsch liebe. Meine neue Freundin, ihr lebt. Ich hatte es gehofft. Freundin? Wie ihr sehen könnt, haben wir Verstärkung bekommen. Die Dremora wurden erledigt? Das Ritual wurde unterbrochen. Es wird keinen weiteren Angriff geben. Dreifach gesegnet sind wir. Ich hätte Urkelmo nicht um eine bessere Seesoldatin bitten können. Was ist mit Estre? Habt ihr noch mehr erfahren? Ich sehe ja schon, liegt ja. Echt? Ja, ich fuchs mich so langsam rein. 10 Tage noch oder so, okay. Ja, mal gucken. Morgenrot war eine Ablenkung. Ersthalt ist Estres wahres Ziel. Ich hatte es schon im Gefühl, dass es noch schlimmer kommen könnte. Wir müssen Fürst Rieles in Ersthalt Bescheid geben. Und zwar schnell. Könnt ihr eine Warnung rechtzeitig dorthin bringen? Okay, es wird halt einfach gerade nicht gesprochen, aber okay, gut. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Oh. Bin ich mal gespannt, wie ihr schmeckt. Moin, Daki. Geil. Wasser! Was geht ab? Schmeckt? Ja. Muss ich auch mal probieren. Machen wir wahrscheinlich auch gleich ein. Wie viel haben wir da noch? So eine geschlossene Packung haben wir ja noch. Da sind 2 drin. Okay. Jetzt noch. Und die geschlossene. Kann man essen, die Pommes könnte etwas krosser sein. Nee, ich finde, dafür sind sie perfekt. Kann man leichter reinbeißen. Und gut. Noch ein? Mehr davon. Mehr davon! Guter Trunk! Würde ich gerade sagen. Ja, unbedingt mehr davon. Ja, freut mich. Ja, das Maus. Das könnte knuspriger sein. Kann ich leidig mitmachen. Ja. Wahrscheinlich esse ich jetzt erstmal ein. Dann gehe ich kurz rüber. Trink ein Bier. Und dann gibt es den ganzen Abend am laufenden Band alle 2 Stunden Wecker. Yeah. Ja. Ein Bier oder ein Brett? Und die Wäsche nicht vergessen anzustellen. Die Wäsche unbedingt. Ja. Und mit dem Hund ging gut. Sie hatte zwar keinen Bock, sich waschen zu lassen. Anfangs ging es noch. Beim Bürsten war sie super lieb, beim Einschäumen auch. Nur als es dann darum ging, das Zeug rauszuwaschen. Ja, zu Terz gemacht. Jo, kommt gleich, Hybride. Aber ich denke, so, da das raus sein, kannst du noch mal gucken. Ja,
Aber ey, hier unten alles. Ganz schlimm. Die Kleine. Also ich habe mich ein Was bisschen geekelt. hat Dino wieder gemacht? Ich weiß es. Was hat Dino wieder gemacht? Ja. Ja, Heinrich, du weißt ja, Bier kalt stellen ist auch irgendwie kochen. Voll geil. Schöne Schürze hier. Shop von Aidaria. Da steht ein schönes Zitat von mir drauf. Das ist sogar wahr. Ja, das ist tatsächlich wahr. Bier kalt stellen ist eine Art von Kochen. Teller kannst du gleich wieder mitnehmen. Jo. Nächstes Mal ein bisschen Salat noch mit drauf? Oder ist gut so? Das ist perfekt. Okay. Besteht. Ganz pervers. Brett pervers. Wobei, das ist nicht pervers, das wird geil sein. Ja, pervers geil. Geile Kombi. Richtig geil. Das ist so. Da steht man auch nicht auf, da lässt man die Frau das Bier holen. Zufälligerweise ist der Kühlschrank so platziert, dass man von der Couch aus ganz guten Blick dahin hat. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Ja. Bringt ihr mehr? Neben den Cornflakes das erste heute. Ja, das auch. Auch was im Markt. Ja, der ist schon ganz leer. Tacos! Oh, hier, Big Fat Taco. Big Fat Wampe. Big Fat Wampe. Hallo, Slayer. Mohoi. Palim Ich hätte gern eine Flasche Pommes. So, ich mach mal erst mal. Mach das. Tüdelü. Lass es dir schmecken, mein Engel. Ja. Mir auch. Bis gleich. Slayer, wie geht's dir? Ist alles gut bei dir? Ich kann nach Erstzeit gehen, wenn ihr mich hier nicht mehr braucht. Ich hatte auf ein solches Angebot gehofft. War klar. Ersthalt ist nur ein kurzes Stück von hier entfernt. Wäre auch zu Folgt schön der gewesen. Straße nach Nordwesten. Und gebt einem der Seesoldaten oder Urkelmo selbst Bescheid. Ich mache mich schnellstmöglich auf den Weg. Da gibt es eine Himmelsscherbe da hinten. Ja, dann gehen wir erstmal den Weg zurück. Gott, tut das gut, was im Magen zu haben. Dann fühlt man sich schon gleich lebendiger. Ja, ich weiß ja zwischendurch, was erstmal genau irgendwie. Na gut. Das erste Essen war um 11, glaube ich. 11, halb 12. Dann noch rund gewaschen. Telefoniert. Schlafen. Nee. Nee, jetzt erstmal schlecht gewesen. Ich glaube, allein fürs Hundwaschen habe ich eine Stunde gebraucht, weil der Hund nicht wollte. Dann muss ich so, wie ich wollte. Oh, lass mich raten. Ich muss da runter. Muss ich. Doch, ich bin ja hier richtig.
bewahren. Kriegen wir hin. Ach du Grunde, oder? Ah ja. Würde er ernsthaft abhauen? Eine Katze. Also die Frage. Ja, ich folge einfach mal. Kann ja an sich nicht verkehrt sein. Bitte. Hier entlang. Schnell. Ich vermute zwar wieder, dass ich an der Himmelsscherbe vorbeirenne, wie ich jetzt umrennen soll. Mal gucken. Ich denke das. Oh, noch einer. Ein seltsames Leuchten umgibt das Relikt. Wartet. Überrascht mich zu sehen? Das waren auch die Meereselfen. Ich hatte nicht einmal Zeit, mich von Anfang an zu sagen, bevor sie mich töteten. Yay! Jetzt sitzt die arme alte Betty hier. Steckt fest wegen dieser dummen Wette. Wette? Was für eine Wette? Ich habe mit meiner Freundin Angreel gewettet. Wir sind beide Adepten in der Halle von Vulkelwacht. Ich habe mit ihr gewettet, dass ich innerhalb einer Frist von 2 Wochen mehr Relikte finden würde als sie. Dann haben die Maorma euch getötet, während ihr auf der Suche nach Relikten wart? So ist es. Doch das Schlimmste dabei ist, dass ich wohl in diesem Zustand gefangen bin. Ich habe einen Haufen Gold auf diese Wette gesetzt. Und wir haben sie danach mit einem Zauber besiegelt. Einem bindenden Vertragszauber. Bis ich die Wette entweder gewinne oder verliere, ist mir der Weg in die Nachwelt wohl verwehrt. Ich könnte das Relikt für euch zurück nach Vulkelwacht bringen. Würdet ihr? Das wäre unglaublich nett. In Etherius werdet ihr dreifach dafür gesegnet werden. Ich sollte euch warnen. Angreel ist eine ziemlich schreckliche Person. Und vielen Dank von ganzem Herzen. Gern geschehen. Hab Dank. Sind wir zwar wieder alleine, aber passt schon. Okay. Geht aber voran. 41 von 250. Da ist irgendwo die Himmelsscherbe. Wobei ich wahrscheinlich gleich einmal wieder zurücklaufe. Huch. Ja klar, da sitzt eine Schlange drauf. Ich will das später sagen, aber es ist ja eine Schlange.
So, ich muss aber tatsächlich, glaube ich, noch einmal zurück. Nicht weiß. Nee, hier ist nicht der Großraum. Ne. Glaube ich zumindest nicht. Schauen wir einfach mal. Hi. Wunderbar. Haben wir das Ding auch abgeschlossen? Buch habe ich jetzt nicht gesehen. Aber an den Büchern laufe ich wahrscheinlich sowieso 30.000 Mal vorbei. Finde ich eh nicht. Richtung, oder? Ja. Ist richtige Richtung. Gut, aber. Von 32 Büchern habe ich schon. Geht sogar von den Büchern her. Oh, wir haben aber hier bald die Quests durch. Die Oridon-Quests-Erzählung. Der Einkehr. Ach, da ist die Insel der Einkehr. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Hi. Ich wusste nicht, dass ich nach jemand Lebendem suche. Was ist denn für ein Abzeichen? Mein Inventar langsam überquillt. Ich kann aber hier wieder Gift verwenden. Okay. Da oben ist ein Himmelsscherber. Brauche ich. Hey.
versucht da irgendwie hochzukommen. Ah ja. Hier. Komm schon. Dich da hoch. Wie man immer versucht, sich dann so ein bisschen mitzubewegen. In der Hoffnung, dass man dann erst recht hochkommt. Genau wie beim Formel 1 fahren. Allgemein. So Rennspielen. Man legt sich in die Kurve, weil man denkt, jo. Jetzt wo du sagst, mal schauen, was die Wochenaufgabe ist. Wochenaufgabe ist schön. Oder 50 Widersacher mit Waffenfähigkeit besiegen. Huber geht ja sogar. Okay. Jetzt Gegenstände halt mehr dominieren. Ah ja. Wie viele Himmelscherben fehlen noch? Zwei. Okay. Und da hinten. Beide denken, welche Leute. Und nachgucken. Der Bau der Nestmutter. Die Frage, ob das oben oder unten ist? War ich oben. Dieses Goldschwein in der Nähe. Den Bau der Nestmutter entdeckt. Yay. Ich weiß, dass es eh nichts wird. Ich kann es halt mal wieder nicht lassen. Oh, hi. Stehen Menschen. So Schlange. Die Angst hat, weiterzugehen. Hier hinten was? Ah. Jetzt haben wir nur den Eingang. Oder Ausgang. Oder wie auch immer man das sehen will. Und taucht hier wohl auf. Okay. Dann warten wir. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Ort auf Ölfest. Und dann ist Ölfest. Was? Da musst du dir eine Story weiterspielen. Wenn du die Geschichte quasi von der Insel weiterspielst, dann erfüllt sich der Ort Ölfest von selbst. Muss dann da in diesem Anfangsdorf da mit irgendjemandem labern. Dann geht das Geschichtsding ja weiter. Ich stehe alleine hier. Das ist nicht die Schlange, die ich suche, glaube ich. Oder, nee. Das kann nicht die Schlange sein, die ich suche, oder? Ich habe Angst. Ich hab Angst, was passiert, wenn ich das tue. Na gut, mehr als sterben kann ich ja eigentlich nicht, ne? Okay. Nee, passiert nichts. Muss warten. Ich hoffe, bist du reinkommen, um ein paar Leute. Das ist auch nur eine Riesenschlange. Ha!
Das ist auch eine Riesenschlange. Will ich wissen, wo das Viech auftaucht? Oder will ich es lieber nicht wissen? Hi. Dass ich halt gleich in dem Viech drin stehe. Ob das dezent eklig ist? Da ist eine Schlange oben dran verbuggt. Ich habe Fragen.